Die wirklich wahre Geschichte vom Fluch des Knusperhäuschens. Hallo, liebe Zuhörer. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dies ist das Märchen von Hänsel und Gretel. Oder sagen wir, es ähnelt diesem Märchen schon sehr. Immerhin taucht die böse Knusperhexe auf und möchte um alles in der Welt den Frieden zerstören. Sowas aber auch. Na, auf jeden Fall befinden wir uns dieses Mal in der Zukunft. Genau in dem Jahr, in dem auch du gerade lebst. Doch die Menschen glauben nicht mehr an Zauberer und gute Feen. Und daher mussten wir uns eine eigene Welt erschaffen. Die Nachfahren von König Michel und König Alexander und auch von ihrem Sohn Aurelius haben es aber bis in eure Zeit geschafft. Ich sage euch, es wird dieses Mal richtig gefährlich. Und ich weiß nicht, ob ich in diesem Fall helfen kann. Aber hört doch selbst und drückt kräftig die Daumen. Missratenen Gestalten. Ich beobachte euch schon sehr lange. Meine Urgroßmutter, die böse Malefiz, hat eure Sippe gehasst. Und doch ist es euch gelungen zu überleben. Mit König Michel und König Alexander begann der Untergang für uns Wesen, die nicht nur nach Liebe und Harmonie strebten. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Einen werde ich mir holen. Und dann wird die zweite Hälfte schon in das Märchenreich fallen. Einen Fluch werde ich heraufbeschwören. Einen Fluch für das ewige Ende von Liebe und Familie. Los, komm schon, Bruderherz. Oder willst du deinen Liebsten noch länger an unserem Treffpunkt warten lassen? Keine Sorge, Marie. Henry läuft schon nicht weg. Ich musste nur kurz was im Schaufenster ansehen. Ach, Max, du wirst dich wohl nie ändern, was? Red lieber nicht so viel. Wer zuletzt beim Königsbrunnen im Park ist, muss eine Runde Eis ausgeben. Na, warte. Ich hole dich sowieso noch ein. Niemals allein, nein, das möchte ich nicht sein. Niemals, nein. Wir halten zusammen, was auch immer geschieht, wie ein jeder sieht. Als Geschwister tief verbunden, als eine Familie, überstehen wir alles und erreichen unsere Ziele. Nichts hält uns auf, es ist fast wie Magie. Begleitet ein Zauber, der uns etwas schenkt, es ist Liebe. Liebe, ganz ohne Qual, es ist Liebe, die großes Glück uns schenkt. Erste. Na, da seid ihr ja endlich. Ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. Als würde ich dich jemals vergessen können. Puh, ich muss mich nur mal kurz auf den Rand des Brunnens setzen. Es war ganz schön anstrengend. Warum zieht es sich denn jetzt auf einmal so zu? Oh, das wirkt total unheimlich. Gerade auch, weil außer uns kein Mensch hier im Park herumläuft. Also manchmal glaube ich wirklich, dass... Max! Oh Gott, Max! Hast du das auch gesehen, Marie? Eine alte, knochige Hand ist aus dem Wasser gekommen und hat Max in einem Ruck hineingezogen. Natürlich habe ich das. Aber wo ist er? Wo ist mein Bruder? Was soll das alles? Mist.
Ich bin zu spät. Marie? Du siehst sie doch auch, oder? Ich meine, ich verliere nicht gerade den Verstand. Nein, Henry, ich sehe sie auch. Sie sieht aus wie eine Fee aus einem Märchen. In gewisser Weise bin ich das ja auch. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Max ist in großer Gefahr und die Zukunft eurer Familie steht auf dem Spiel. Nun schaut doch nicht so verdutzt. Wir machen das ganz einfach. Und ich zaubere euch all das Wissen der Vergangenheit in euren Kopf. Brimbiri Brumbuari, schenke mir Kraft. Zeigt diesem Wesen, was sie einst verpasst. Brimbari Brimboni, der Zauber muss glücken. Öffne den Weg, damit ich kann sie zu ihm schicken. Ah, die Geschichten um Ur-Ur-Urgroßvater Michel sind also wahr? Wow, wenn Max das erfährt. Aber wie können wir ihm helfen? Ich habe das Tor für euch geöffnet. Zu zweit und mit Liebe im Herzen könnt ihr Max befreien. Ihr müsst einfach in den Brunnen springen. Das nennt sich bei uns auch das Frau-Holle-Prinzip. Also los, hopp, hopp. Und auf eurem Weg werdet ihr vor zwei Aufgaben gestellt. Erfüllt sie mit reinem Gewissen. Und die Hexe kann euch nichts tun. In Ordnung. Ich werde meinen Bruder retten. Begleitest du mich, Henry? Natürlich. Ich werde ihn niemals im Stich lassen. Komm, wir springen zusammen hinein. Eins, zwei... Drei! Hä? Wir sind nun schon fast eine Stunde durch diesen finsteren Wald gelaufen und immer noch ist kein Max in Sicht. Wovon sprach die gute Fee nochmal? Zwei Aufgaben müssen wir erledigen? Aber welche nur? Und... Schau mal, so ein Mist, jetzt gabelt sich der Weg auch noch. Meinst du, wir sollten es riskieren und uns aufteilen? Vielleicht kommen wir so schneller an die Aufgaben und können Max befreien. Das ist eine gute und weise Wahl. Los, beeilt euch. Gut, dann gehst du den linken Weg entlang und ich schaue, was mich auf dem rechten Weg erwartet. Abgemacht? Abgemacht. Dem Wege und kam zu einem See, wo ein Frosch klagte, oh ja, oh jemine. Ich brachte ihn zu einem Schloss hinauf, dort gab es nach Zank und Streit ein großes Wow. Der Frosch war ein Prinz und zögerte nicht lang, gab mir eine Kugel zu seinem lieben Dank. Diese enthielte drei Wünsche, oh wie schlau, damit besiege ich die Hexe ganz genau. Zusammen können wir es schaffen, die Liebe siegt. Die Familie steht mir bei mit Mut und Tapferkeit. Zusammen können wir es schaffen, die Liebe siegt. Ich brech den Fluch der Hexe und dann bist du frei. Ich folg dem Wege und traf eine alte Frau, die sehr laut klagte und jammerte nur au. Ich half ihr schnell und schnitt geschwind ihr Holz. Da war die Alte glücklich und sehr stolz, klar. Ich trug die Last sehr schnell zu ihr nach Haus. Als lohne goldene Gans schlug ich leider aus. Die Alte dachte nach und schenkte mir ein Cape als Schutz vor Zauber, mit dem ich wär belegt. Zusammen können wir es schaffen, die Liebe siegt. Die Familie steht mir bei mit Mut und Tapferkeit. Zusammen können wir es schaffen, die Liebe siegt. Ich breche den Fluch der Hexe und dann bist du frei. Oh ja, ich freue mich, mein Plan, der wird gelingen. Die Brut von Michel wird meinen Fluch verschlingen. Das End von Frieden ist dir schon ganz nah. Zur Not verspeise ich ihn, na, das ist doch klar. Ich wünsch, ich wüsste, ob jemand zu mir eilt. Sitz hier im Käfig und langsam wird mir kalt. Der Ruf nach Hilfe verstummt im tiefen Wald. Ich seh's schon kommen, mein Ente eilt mich bald. Die Liebe wird gewinnen, ich vertrau drauf. Bisher wurde noch jede Fluch gebannt. Die Magie in ihrem Herzen reicht völlig aus. Und nun nimmt das Schicksal seinen weiteren Lauf.
Hey Henry, du auch hier? Oh Marie, ja, das ist echt ein gutes Timing. Und, hast du eine Aufgabe erfüllen können? Ich habe diesen Umhang als Schutz vor Zauberkräften. Und du? Ich habe hier diese goldene Kugel und sie kann mir 3 Wünsche erfüllen. Also, nun geht es los. Lege deine Hand darauf und lass nicht los. Goldene Kugel, ich wünsche mir, dass du uns zu Max bringst. Marie, Henry, Gott sei Dank! Was? Wie seid ihr in mein Knusperhaus gekommen? Hm? Ach, das ist doch bestimmt wieder dieses Werk der verflixten guten Fee. Zum Donner noch eins. Los, du alte Hexe. Lass meinen Max sofort frei. Du kleiner Strolch, solltest dich hüten, so mit mir zu sprechen. Ich werde dich nun zum ewigen Schweigen bringen. Abracadabra. 3-mal dreht sich das Teufelshorn. Löse seine Zunge und beweise meinen Zorn. Nein! Aber wieso hat meine Hexerei nicht gewirkt? Das liegt vielleicht an meinem Umhang. Er soll mich vor bösem Zauber beschützen. Nie wieder sollst du jemandem wehtun. Niemandem auf der Welt und niemandem aus meiner Familie. Das Spiel ist aus, du alte Hexe. Das wird sich noch zeigen. Ich werde eure Familie ausrotten, sodass nicht einmal mehr ein Staubkorn von euch übrig bleiben wird. Brennen werdet ihr in meinem Ofen und dann werde ich euch endgültig verspeisen. Oh, goldene Kugel, steh mir bei. Ich wünsche mir, dass die Hexe besiegt wird und sie niemals mehr jemandem etwas antun kann. Was? Bestrafe sie. Was geschieht mit mir? Nein! Was passiert da? Die Hexe fliegt durch den Raum. Sie fliegt genau in den offenen Ofen rein. Schnell, Marie, mach die Ofentür zu. Was hast du nun davon? Leb wohl, du böse Hexe. Oh, Henry, ich bin ja so froh. Und ich erst einmal. Ich lass dich ab jetzt nie wieder los. Schwesterherz, das war großartig. Hab vielen lieben Dank. Aber sag mal, was ist hier eigentlich passiert? Ich verstehe immer noch nichts und... Woher habt ihr diese Zauberkräfte? Wo sind wir und warum wurde ich entführt? Das sind im Moment ein bisschen viele Fragen. Lasst uns erst einmal aus diesem Haus herausgehen und dann erklären wir dir alles in Ruhe. Dann habe ich Marie und Henry in die Zauberwelt gebracht und den Rest kennst du ja schon. Das hätte aber wirklich böse ins Auge gehen können. Verstehe. Aber sag mal, Marie, was hast du denn mit deinem letzten Wunsch vor? Die gute Fee bringt uns ja gleich wieder nach Hause. Es wäre doch schade, wenn dein Wunsch verfällt. Ich hab's. Ich wünsche mir einfach, dass auf der Welt nichts Böses mehr existiert. Damit wären doch alle Probleme gelöst. Mein Kind, das darfst du leider nicht. Du musst verstehen, dass es auf der Welt immer das Gute und das Böse geben muss. Es ist quasi ein natürlicher Ausgleich. Nur wenn es Böses auf der Welt gibt, können die Menschen lernen und begreifen, was Gutsein überhaupt bedeutet. Ah, verstehe. Darf ich mir vielleicht etwas wünschen? Nach den ganzen Erzählungen gibt es da jemanden, den ich gerne einmal sprechen würde. Ja, nur zu. Liebe goldene Kugel, auch wenn es schon lange her ist, so wünsche ich mir für meine Schwester und mich, dass wir für einen kurzen Moment mit unseren Vorfahren König Michel und König Alexander sprechen können. Seid gegrüßt, meine liebe Urenkel. Ihr wolltet mit uns reden? Dürfen wir uns kurz zu euch an das Feuer setzen? Dann erzählen wir euch auch gerne von früher. Oh, mein lieber Michel. Wie schön, dich noch einmal wiederzusehen. Urgroßväter, ach, wie wunderbar. Das war ein toller Wunsch, Max. Es ist mir eine Ehre, Sie beide kennenzulernen. Ja.
war doch ein schöner Abschluss. Wir saßen bis zur Morgendämmerung zusammen und König Michel und König Alexander konnten stolz auf ihre Nachkommen sein. Und an ihren vielleicht baldigen Schwiegersohn hatten die beiden nur lobende Worte. Auch in mir hat dieses Treffen wieder viele Erinnerungen wachgerüttelt. Schön war die Zeit. Aber alles Schöne hat auch mal ein Ende. So ist der Lauf der Zeit. Wichtig ist nur, dass uns die Liebe im Herzen verbindet. Egal ob als Familie, Freunde oder einfach als Mensch auf der Welt. Nächstenliebe ist eine Tugend, die auch die alten Feen heraufbeschworen haben. Und halt, stopp, bevor ich es vergesse. Marie, Max und Henry habe ich natürlich wieder sicher nach Hause gebracht. Und sie lebten, ähnlich wie ihre vielen Vorfahren, glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also, macht's gut und denkt dann und wann mal wieder an uns. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja auch eines Tages wieder. Ihr müsst nur fest daran glauben. Alles Liebe, eure gute Fee. Kein Plan, was gerade passiert, hast dich falsch orientiert. Wo geht's denn nun lang? Tausend Bäume überall, langsam ist es echt ne Qual. Möcht doch nur nach Haus. Goldne Kugeln, Spinnrad, dreh dich. Fast verlaufen, Fluch gebrochen. Keine Panik, Hilfe, eilt schon. Muss das denn so sein? Erheb deinen Kopf und glaub daran, dass alles gut wird, bestimmt irgendwann. In den Märchen wird alles gut, solange man im Herzen trägt den Mutiger zu jeder Zeit. Also komm und glaub daran. Glaub daran. Hex, Hex, so verdammt, der Tag ist mir schon wieder verbrannt. Ich flipp hier gleich aus. Rote Äpfel mag ich nicht, find sie jetzt ganz widerlich. Aus Fehlern lernt man auch. Goldene Gans und kleine Männchen, böse Taten, Rätsel raten, Zaubersprüche, Frau in Nöten. Muss das denn so sein? Erheb dein Kopf und glaub daran, dass alles gut wird, bestimmt irgendwann. In den Märchen wird alles gut, solang man im Herzen trägt den Mut, egal zu jeder Zeit. Also komm und glaub daran. Glaub daran. Können einem schlimme Dinge passieren. Aber am Ende wird immer alles gut. Und wer aus seinen Fehlern lernt, beweist auch dann noch Tapferkeit und Mut. Auch euer Leben kann ein Märchen sein. Drum lasst euch einfach auf das Abenteuer ein. Vergeudet nicht eure kostbare Zeit und lebt das Leben, von dem ihr meint, dass es euch glücklich macht. Erhebt dein Kopf und glaubt daran, dass alles gut wird, bestimmt irgendwann. In den Märchen wird alles gut, solang man im Herzen trägt den Mut, egal zu jeder Zeit. Also komm und glaub daran. Glaub daran. Glaub daran. Und glaub an dich. Für mich. Sie hörten die wirklich wahre Geschichte vom Fluch des Knusperhäuschens, geschrieben von Christoph Sobol nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Sie hörten in Sprache und Gesang André Schröder als Max, Nadine Most als Marie, Sebastian Schmidt als Henry, Philipp Bösand als böse Knusperhexe, Birgit Arnold als die gute Fee, Christoph Sobol als König Michel,
Clemens Weichert als König Alexander. Als Musikstücke waren zu hören Petula Clark, Downtown, Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen. Als Abspannsong hörten sie Glaub daran, eine Coverversion nach Pink, Raise Your Glass, mit einem Text von Christoph Sobol. Die Sänger waren Christoph Sobol, Birgit Arnold. Die Geräusche wurden genutzt von freesound.org mit freundlicher Unterstützung von hör-talk.de.